Der Beruf des Försters ist immer mit der Natur verbunden zu sein und trotzdem in der digitalen Welt immer en vogue zu sein. Wie oft stehen junge Leute nach der Pflichtschule vor der Wahl, was nun? Der Beruf des Försters erstrebenswert? Sicher ein interessanter Beruf, muss man sagen. Meines Erachtens war er erstrebenswert. Warum? Vielleicht einerseits ganz klar deswegen, dass man in der Natur ist, also eine Naturverbundenheit mit deiner Mechanisierung, was momentan eigentlich unglaublich ist. Vielleicht dieser Zusammenhang, was mich zu diesem Beruf gedrängt hat. Förster ist ja nicht unbedingt der Frauenberuf. Was war der Grund, warum hast du dich entschlossen, die Forstschule zu besuchen und den weiteren Lebenslauf auch in dieser Hinsicht zu gestalten? Ja, ich habe vom Papa das ziemlich in die Wiege gekriegt mit der Natur und mit dem Wald. Und gerade weil es eben kein Frauenberuf ist, habe ich mir gedacht, die Challenge möchte ich angehen. Ich möchte da jetzt was diesbezüglich nicht verändern, aber ich möchte das einfach angehen und sagen, ich als Frau kann das genauso schaffen wie alle anderen. Also bei mir ist das auf alle Fälle erblich bedingt gewesen. Mein Großvater hat ein Sägewerk gehabt, ein kleineres Sägewerk. Mein Vater ist selber Förster und so ist das irgendwie in der Familie weitergegeben worden. Und das finde ich alles was irrsinnig Schönes. Also das ist ein Beruf, ein Handwerk, das noch von Vater zu Sohn weitergegeben werden kann. Und das ist doch was sehr Schönes, ja. Für die Ausbildung dieses Berufes Förster bedarf es natürlich auch erfahrenen Lehrern. Fachlehrer, Forstschule Bruck an der Mur. Was muss man können, um anderen das Wissen zu vermitteln? Ja, prinzipiell ist natürlich ein großes Massenfachwissen dafür notwendig. Allerdings braucht man auch die pädagogischen Fertigkeiten, um den Schülern in dem Alter das Wissen auch weitergeben zu können. Was ist eigentlich der Grund gewesen, dass Sie gesagt haben, ich möchte Förster werden? Die Entscheidung damals habe ich mit 14 Jahren getroffen, weil mich prinzipiell das Arbeitsfeld im Wald sehr fasziniert hat und interessiert. Und habe damals beschlossen, die Försterschule Bruck an der Mur zu besuchen. Und nach der Matura habe ich dann eben die Adjunktenzeit gemacht und anschließend dann eben die Lehrausbildung. Ein Arbeitsplatz mitten im Wald, was gibt es Schöneres? Was haben die Schüler heute bei diesem Praxisteil des Unterrichts für den künftigen Förster gelernt? Ja, wir müssen unseren Schülern und Schülerinnen natürlich die reale Waldarbeit näher bringen und dazu fahren wir natürlich auch heraus in den Wald, um ihnen natürlich auch zu zeigen, wie es in der Praxis, in der Wirklichkeit funktioniert. Sehr wichtig ist uns dabei natürlich die Sicherheit und ohne etwas einmal gesehen zu haben, ist es natürlich schwierig, jemanden dann eine Arbeit aufzutragen. Deshalb ist die Praxis bei uns an der Försterschule sehr wichtig. Die Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft, übrigens die einzige in Österreich, ist in Bruck an der Mur. Die Schule in Bruck hat einen besonders guten Ruf und die Erfolgsäste reichen weit hinein und hinaus in ein spannendes Berufsfeld. Und einer, der im Forstberuf Wurzeln geschlagen hat, ist rundum glücklich über seine Wahl.